Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Tim Schieferstein. Ich bin Geschäftsführer der Goldsilbershop.de GmbH und möchte Ihnen heute ein Thema näher vorstellen, das mich sehr beschäftigt hat. Es geht um exzellente Fälschungen von Goldmünzen aus China. Hier eine kurze Nahaufnahme der Originale und Fälschungen, auf die ich jetzt im Laufe dieses Videos eingehen werde. Nun, der Reihe nach, wie kam es dazu? Ich habe vor einigen Wochen eine Warnmeldung vom Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels erhalten, dass sehr gute Fälschungen von Krügerrand, American Eagle, Maple Leaf sowie einige Goldbarren aufgetaucht sind. Das Besondere dabei ist, dass diese Fälschungen nicht nur vom Aussehen her, sondern auch von den Maßen und vom Gewicht her kaum von den Originalen zu unterscheiden sind. Wenn mich ein Thema interessiert, dann möchte ich es genau wissen. Deshalb habe ich Kontakt aufgenommen mit den Fälschern aus Fernost, habe mein Interesse bekundet und mir entsprechende Probeexemplare schicken lassen. Dabei war erschreckend nicht nur, wie geschäftstüchtig er ist, sondern insbesondere, wie sicher und schnell diese Fälschungen von China hier nach Deutschland kommen. Ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, mancher Lieferant von Originalware wäre genauso schnell wie dieser Fälscher. Um welche Art von Fälschung handelt es sich? Nun, es sind Goldmünzen, die eine Feingoldbeschichtung haben, aber innen drin über einen Wolframkern verfügen. Warum Wolfram? Ganz einfach, das sind die physikalischen Eigenschaften begründet. Während zwar Wolfram eine abweichende Schallgeschwindigkeit und elektrische Leitfähigkeit aufweist, ist die Dichte von Wolfram nahezu identisch mit der von Gold. Gold hat eine Dichte von 19,32 Gramm pro Kubikzentimeter, Wolfram von 19,3. Das hat zur Folge, dass ein Gegenstand, der fast dieselben Ausmaße hat, exakt dasselbe Gewicht auf die Waage bringt. Darüber hinaus ist es so, dass durch die starke, dicke Beschichtung von Feingold übliche Testmethoden, wie sie Goldankäufer nutzen, sprich eine Röntgenfluoreszenzanalyse oder einen Säuretest, nicht ausschlagen, denn diese analysieren nur die Oberfläche der Münze und dringen nicht tief genug in sie ein, so wie es notwendig wäre, um den Wolframkern zu entdecken. So, nun aber genug geredet. Sie sind bestimmt schon gespannt, die Fälschungen im Vergleich zu den Originalen zu sehen. Die möchte ich Ihnen jetzt näher vorstellen. Dabei ist noch erwähnenswert, dass ich mich auf die Fälschungen der Goldmünzen beschränke. Die Goldbarren, die zwar auch gefälscht wurden, stammen alle von Herstellern, die sehr, sehr selten hier in Deutschland gehandelt werden, sodass das aktuell keine starke Bedrohung für Sie darstellt. Sie sehen übrigens jeweils ein Original und eine Fälschung. Ich werde Ihnen noch nicht verraten, was was ist, weil schließlich sollen Sie ein bisschen mitraten und sehen können, wie gut die Fälschungen tatsächlich sind. Viel Spaß! Sie sehen nun jeweils ein Original und eine Fälschung. Ich verrate Ihnen natürlich nicht, was was ist, damit Sie mitraten können und genauso mit mir entscheiden können, was das Original und was die Fälschung ist. Ich finde insbesondere die Fälschung vom Krügerrand und vom American Eagle sehr gut. Bei Maple Leaf ist es etwas einfacher, die Fälschung zu erkennen. Deshalb stelle ich Ihnen diese Münze jetzt als erstes vor. Sofort fällt auf, dass bei dieser Münze das Ahornblatt deutlich mehr glänzt, als es hier der Fall ist. An der Stelle möchte ich Ihnen ausnahmsweise schon verraten, dass es sich hierbei um die Originalmünze und hier um die Fälschung handelt. Bei den Maple Leaf Goldmünzen wird zusätzlich seit 2013 per Lasergravur hier ein weiteres Ahornblatt eingebracht, was es Fälschern schwerer machen soll, die Goldmünze zu fälschen. Finde ich sehr gut. Schauen wir uns einmal die Rückseiten an. Obwohl bei beiden Münzen die Konturen sehr eindeutig sind, fällt auf, dass hier die Königin Elisabeth deutlich mehr zum Glanz gebracht wird, als es hier der Fall ist. Deshalb ist es beim Maple Leaf verhältnismäßig einfach, die Fälschung vom Original zu erkennen. Schauen wir uns nun den Krügerrand an. Hier ist es etwas schwieriger. Es fällt direkt auf, dass beide Münzen den Springbock in sehr deutlichen Konturen zeigt und auch die Wiese unterhalb des Springbocks deutlich zu erkennen ist. Wenn Sie ganz, ganz genau hingucken, fällt auf, dass die Grashalme hier neben den Hufen etwas voneinander abweichen. Schauen wir uns die Rückseiten an. Auch hier ist es so, dass bei beiden Münzen eindeutig und sehr gut Paul Kruger als Namensgeber des Krügerrands zu erkennen ist. Lassen Sie sich nicht von den Farbunterschieden der beiden Münzen irritieren. Der Krügerrand besteht genauso wie der American Eagle zu 22 24stel aus Gold und zu 2 24stel aus Kupfer.
Im Laufe der Zeit kann sich durch die Kupferbeimischung die Farbe des Krügerrands ändern, sodass ein Farbunterschied nicht eindeutig darauf zu schließen lässt, was Original und was die Fälschung ist. Haben Sie es erkannt? Hier die Fälschung, dort das Original. Bei den American Eagle Goldmünzen ist auch wieder faszinierend, dass die Konturen der Adler sehr eindeutig sind. Es ist schwer möglich, hier Unterschiede festzustellen. Schauen wir uns die andere Seite mit der Lady Liberty an. Fällt auch hier auf, dass diese eindeutig und sehr gut zu erkennen ist. Wer wieder ganz, ganz genau hinguckt, der erkennt, dass dieser Stern hier oberhalb des, ich nehme an, das ist das Weiße Haus, etwas anders ausfällt. Aber was ist jetzt Original und was ist Fälschung? Erraten? Original, Fälschung. So, nachdem wir die Münzen einer augenscheinlichen Prüfung unterzogen haben, wollen wir sie nun vermessen und wiegen. Schlechte Fälschung sind neben der augenscheinlichen Prüfung oftmals am abweichenden Feingewicht zu erkennen. Hierfür benötigen wir lediglich eine Feingewichtswaage, die auf bis 2 Nachkommastellen genau ist. Sie können ein solches Gerät für ca. 20 Euro erwerben. Je mehr Geld Sie ausgeben, umso zuverlässiger arbeiten diese Waagen. Fangen wir mit der Original Maple Leaf Goldmünze an. Sie kommt auf ein Feingewicht von 31,14 Gramm. Bei der Fälschung sind es 31,12 Gramm. Es ist zwar so, dass es hier einen kleinen Gewichtsunterschied gibt, allerdings ist es so, dass die Hersteller von Goldmünzen in der Regel eine Gewichtstoleranz von 0,2% vorgeben, es also auch beim Original sein kann, dass diese etwas leichter oder etwas schwerer ist als die Fälschung. Der Original-Krügerrand wiegt 33,92 Gramm. Die Fälschung auf 33,95 Gramm. Krügerrand und American Eagle sind übrigens deshalb etwas schwerer, weil diese ja nicht zu 100% aus Gold bestehen, sondern auch einen Kupferanteil beigemischt haben und der das Gewicht erhöht. Der vorletzte Test mit den Original American Eagle, dieser kommt auf 33,92 Gramm. Die Fälschung liegt bei 33,88 Gramm. Nachdem das Wiegen und die augenscheinliche Prüfung positiv für den Fälscher, schlecht für uns lief, möchten wir uns nun den Vermessen widmen. Wir nutzen dazu einen handelsüblichen Messschieber, wie Sie ihn hier sehen. Diesen kann man ebenfalls für ca. 20 Euro erwerben. Geben Sie lieber etwas mehr Geld aus für eine Digitalvariante, die Ihnen höhere Messgenauigkeit verspricht. Wir messen damit zunächst den Durchmesser und anschließend die Dicke der Münze. Wir fangen mit der originalen Maple Leaf Goldmünze an. So. Sie sehen hier, dass der Durchmesser der Münze 30,02 mm hat. Nun die Fälschung. Der Durchmesser beträgt hier 30,14 mm. Das ist 0,12 mm mehr, aber das ist jetzt keine Maßdifferenz, die jetzt irgendwie besonders stark ins Auge sticht. Aber warten wir mal ab. Messen wir die Höhe. So. Diese beträgt bei der Original Maple Leaf Goldmünze 2,78 mm. Und bei der Fälschung 2,83 mm, also 0,04 mm Differenz. Der Krügerrand im Original hat einen Durchmesser von 32,85 mm. Upsala. Die Fälschung kommt auf 32,76 mm. Also auch hier deutlich weniger als 1 mm Differenz. Messen wir die Höhe.
Die Originalmünze kommt auf 2,66. Und die Fälschung auf 2,82 mm. So, die Liberty Originalgoldmünze kommt auf einen Durchmesser von 32,72. Und die Fälschung auf 32,71. 0,01 mm Differenz. Wow. Messen wir noch die Höhe. 2,66 mm beim Original und bei der Fälschung 2,84 mm. Mist, nahezu keine Auffälligkeiten. Lediglich die Maple Leaf Fälschung ist, was den Durchmesser und die Höhe angeht, etwas von der Norm abgewichen, etwas deutlicher als es bei Krüger Rand und American Eagle war. Aber hier reden wir vom Bruchteil eines Millimeters, ungefähr 0,1 mm, nicht wirklich erkennbar. Deshalb würde ich sagen, 3:0 für den Fälscher. Blöd gelaufen. Was bedeuten Normgenauigkeiten beim Ausmessen und Wiegen in der Praxis? Wir rufen uns in Erinnerung. Gold hat eine Dichte von 19,32 Gramm. Wolfram 19,3 Gramm pro Kubikzentimeter. Wenn ein Gegenstand dieselben Ausmaße hat und dieselbe Dichte und dasselbe Gewicht auf die Waage bringt, was bedeutet dies dann in der Praxis? Wir könnten jetzt einen Wasserverdrängungstest nach Archimedes machen, sparen uns aber an dieser Stelle das Geplansche und setzen viel lieber ein cleveres Werkzeug ein, das so ähnlich funktioniert. Und zwar nutzen wir Prüfschablonen, einmal von The Fish und zum anderen von Gold Coin Balance. Ich zeige Ihnen das einmal. Wir fangen zunächst mit der Original Maple Leaf Goldmünze an. Zunächst prüfen wir noch einmal den Durchmesser. Die Münze passt hier problemlos durch. Es scheint sich um ein Original zu handeln. Auch die Höhe stellt kein Problem dar. Als letztes stecke ich die Münze in das Prüffach und setze die Waage zum Kippen hin. Sie kippt über. Das heißt, dass diese Münze, die exakt die Norm Durchmesser und Höhe hat, auch das exakte Gewicht mitbringt. Es handelt sich hierbei anscheinend um ein Original. Dasselbe machen wir nun mit der Maple Leaf Fälschung. Es fällt auf, dass der Bruchteil eines Millimeters, den diese Münze zu viel an Durchmesser hat, ausreicht, dass sie nicht durch die Prüfschablone passt. Auch die Dicke der Münze bzw. die Höhe bereitet uns Probleme. Es geht nicht so mühelos wie beim Original. Aber der letzte Test läuft positiv. Die Waage kippt. Anhand der Tatsache, dass aber der Durchmesser und die Höhe nicht stimmen, können wir in dem Fall sagen, hierbei handelt es sich um eine Fälschung. Dasselbe machen wir nun mit Krüger Rand und American Eagle. Zunächst messen wir den Durchmesser der Originalmünze und stellen fest, dass er passt. Auch die Höhe stellt für uns kein Problem dar. Der Kipptest zeigt, die Waage kippt. Es scheint sich hierbei um ein Original zu handeln. Als nächstes folgt die Fälschung. Auch die Fälschung passt. Und der Kipptest läuft positiv. Blöd gelaufen, mit diesen Prüfschablonen können wir in diesem Fall nicht die Fälschung identifizieren. Warum ist das so? Ganz einfach. Die Maple Leaf Goldmünze besteht aus 4,9er Gold, während der Krüger Rand auch noch Kupfer beigemischt hat. Durch die Beimischung von Kupfer ist es Fälschern eher möglich, das Gewicht bzw. die Maße zu korrigieren. Wir wiederholen die Schritte jetzt noch einmal mit dem American Eagle. Durchmesser kein Problem, Höhe kein Problem, Kipptest. Erfolgreich abgeschlossen. Es scheint sich um ein Original zu handeln. Dasselbe nun mit der Fälschung. Durchmesser kein Problem. Höhe kein Problem. Kipptest. Erfolgreich abgeschlossen. Auch hier bei dieser Münze ist nicht eindeutig erkennbar mit dieser an sich zuverlässigen Methode, ob es sich um ein Original oder eine Fälschung handelt. So, endlich mal ein positives Zwischenergebnis.
Die Maple Leaf Gold Münzen konnten mit den Prüfschablonen als Fälschung identifiziert werden. Warum ist das so? Nun, die Maple Leaf Gold Münzen bestehen aus 4 9er Gold, während Krügerrand und American Eagle nur aus 916er Gold bestehen. Das heißt, dass aufgrund der Beimischung von Kupfer die Fälscher mehr Möglichkeit haben, die zwar geringe Gewichtsdifferenz zwischen der Dichte von Gold zu Wolfram auszugleichen, als es bei Maple Leaf ist. Was heißt das für Sie und für mich? Ich persönlich bevorzuge Maple Leaf Goldmünzen bzw. generell Goldmünzen mit 4-9er Gold. Maple Leaf Goldmünzen haben darüber hinaus den Vorteil, dass bei Münzen, die seit dem Jahr 2013 geprägt wurden, zusätzlich zum großen Ahornblatt hier unten noch ein per Lasergravur eingebrachtes kleines Ahornblatt erkennbar ist, was das Fälschen für Fälscher noch ungleich schwieriger macht. Ich halte daher die Münze für sehr sicher. Was machen jetzt aber mit den beiden anderen Fälschungen, die wir noch nicht eindeutig identifizieren konnten? Die schlechte Nachricht vorweg, an dieser Stelle sind die einfachen Prüfmethoden, die Sie als Privatanwender ohne teure technische Gerätschaft weitestgehend ausgeschöpft. Was Sie noch tun können, ist zu prüfen, inwieweit Ihre Prüflinge magnetisch sind. Edelmetallhändler wie wir machen dies teilweise mit einer Magnetwaage, die höhere Messgenauigkeit mitbringt, aber Sie können das jetzt auch simulieren. Sie benötigen dazu ein Magneten, nicht irgendein Magnet, es muss ein sehr starker Magnet sein. Obwohl diese Kugel nur ein Durchmesser von ca. 1 cm hat, hat sie eine Traglast von 3,5 Kilo. Sie können hier dran ein Gewicht von 3,5 Kilo dranhängen. Gold ist nicht magnetisch, Wolfram hingegen schon. Es ist daher zu erwarten, wenn ich den Magneten jetzt neben die Goldmünze lege, dass sie runterrollt und nicht haften bleibt. Wiederhole ich dasselbe mit der Wolframmünze, ist zu erwarten, dass der Magnet an der Münze hängen bleibt, da ja die Wolframmünze magnetisch ist. Wir probieren dies nun aus. Erster Versuch fehlgeschlagen bei der Originalmünze, die Kugel rollt runter. Zweiter Versuch ebenfalls fehlgeschlagen bei der Originalmünze, wir versuchen es nun mit der Wolframmünze. Und Sie stellen fest, sie bleibt hängen. Dadurch ist eindeutig belegt, dass diese Münze magnetisch ist, sprich sie etwas anders beinhalten muss als Gold, in dem Fall Wolfram. Nun ist es uns gelungen, schon mal die Fälschungen genauer zu identifizieren. Das war aber gleichzeitig der letzte Test, mit dem Sie als Privatanleger zu Hause ohne teure technische Gerätschaft die Möglichkeit haben, Fälschungen zu entdecken. Deshalb ist dies gleichzeitig die Überleitung zu professionellen Testmethoden. Wir erinnern uns daran, dass ich eingangs erwähnt habe, dass Edelmetallankäufer und Händler oftmals die Röntgenfluoreszenzanalyse oder Säuretests einsetzen, um festzustellen, ob es sich um eine Fälschung bzw. um welchen Feingehalt es sich handelt. Allerdings sind diese Methoden für unsere Fälschung nicht geeignet, denn beide Methoden untersuchen nur die Oberfläche der Münzen. Und da diese so dick mit Feingold beschichtet sind, würde auch die Röntgenfluoreszenzanalyse nicht zu einem Ergebnis führen, weil diese bzw. die Röntgenstrahlen einfach nicht tief genug in die Münze eindringen, um den Wolframkern zu entdecken. Pech gehabt. Also brauchen wir Alternativen. Deshalb, die Testmethoden, die wir empfehlen, sind Ultraschall bzw. elektrische Leitfähigkeit. Sie erinnern sich daran, dass ich eingangs erwähnt habe, dass die Dichte von Gold zu Wolfram zwar sehr ähnlich ist, aber die Schallgeschwindigkeit und die elektrische Leitfähigkeit stark voneinander abweichen. In diesem Fall ist es so, fangen wir mit der Ultraschallmessung an, dass mit einer Sonde Schallwellen in den Prüfgegenstand geschossen werden und geprüft werden kann, wie lange benötigen diese, um wieder aus dem Gegenstand auszuscheiden. Dadurch kann man die Schallgeschwindigkeit ermitteln, da diese zwischen Wolfram und Gold sehr stark abweicht, beziehungsweise zwischen Gold und allen anderen Gegenständen, kann man eindeutig erkennen, dass es sich hierbei nicht um Gold bzw. reines Gold handeln kann, sondern dass noch etwas beigemischt ist. Ähnlich funktioniert die elektrische Leitfähigkeit. Die elektrische Leitfähigkeit von Wolfram weicht stark von der von Gold ab. Deshalb kann man mit einem Test der Leitfähigkeit in Kombination mit weiteren Prüfmethoden auch eindeutig identifizieren, ob es sich um ein Original bzw. eine Fälschung handelt. Kommen wir zur Zusammenfassung. Sicherlich gibt es augenblicklich keinen Grund, in Panik zu verfallen, weil die vorgestellten Fälschungen relativ selten bei uns vorkommen und noch nicht in großer Menge im Umlauf sind. Dies könnte sich aber zukünftig ändern. Seien Sie deshalb wachsam, insbesondere bedenken Sie, dass wahrscheinlich nicht jeder Marktteilnehmer in der Lage ist, Fälschungen eindeutig zu identifizieren. Bleiben Sie sensibel. Kaufen Sie nicht zu billig ein, denn dann steigt das Risiko, dass Sie auf eine Fälschung reingefallen sind. Gold wird immer zu marktgerechten Preisen gehandelt. Kaufen Sie bei vertrauensvollen Händlern ein,
An dieser Stelle möchte ich natürlich uns, goldsebershop.de, als Händler empfehlen, denn wir sind in der Lage, durch ordentliche Tests festzustellen, ob es sich um Originale oder um Fälschung handelt. Wenn es um die Frage geht, was soll ich kaufen, empfehle ich ganz konkret, Produkte aus 4,9er Gold zu kaufen, weil es hier einfach schwieriger ist, diese zu fälschen. Ganz konkret denke ich an die Maple Leaf Goldmünze, da diese, insbesondere seit dem Jahrgang 2013, durch das per Lasergravur eingebrachte zusätzliche Ahornblatt noch schwieriger zu fälschen ist, als es bei anderen Goldmünzen der Fall ist. Ich lade Sie ein, mit mir über diesen Vortrag zu diskutieren und zu sprechen. Vernetzen Sie sich dazu mit mir über Xing, Google+, werden Sie Fan bei uns bei Facebook oder abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, damit Sie auch zukünftig weitere Videos, in denen ich weitere interessante Themen aus dem Edelmetallsektor erklären werde, nicht verpassen. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich, Sie demnächst wiederzusehen. Vielen Dank.